Ein Rechteck von 10 auf 12 ist in einem Halbkreis eingeschrieben. Die Seite mit Länge 12 liegt auf dem Durchmesser. Frage: Wie viel beträgt der Flächeninhalt der halben Scheibe? Die Maße von diesem Rechteck sind also 10 und 12. Wenn wir den Radius von dieser halben Scheibe R nennen, so finden wir ihren Flächeninhalt durch die Formel Pi R² geteilt durch 2. In diesem rechtwinkligen Dreieck erkennen wir durch den Satz des Pythagoras, dass R² gleich ist zu 10 Quadrat plus 6 Quadrat. Also ist R im Quadrat gleich 136. Und somit können wir hier R² durch 136 ersetzen und finden als gefragten Flächeninhalt 68 mal Pi. Also ist C die richtige Antwort. Wir werden die nächste Frage der Mathematik-Olympiade im nächsten Tutorial beantworten.